beginnen jetzt gleich. Also Freunde, guten Tag. Sie wissen schon, heute sprechen wir über Weltkriege. Ja, besonders Weltkrieg, der zweite. Wir wissen schon, also Krieg bedeutet ja Panik. Krieg bedeutet nur Probleme. Das wissen wir. Krieg, also Kampf, Krieg. Wir haben auch sogar Angst vor Streiten. Aber wenn es Krieg gibt, dann gibt es Panik. Und mit Weltkrieg gibt es auch viele Begriffe verbunden. Holocaust, also Bomben, also Luftkrieg und alles, das haben wir gehört. Und man sagt, mehr als 60 oder 70 Millionen Toten gab es da. Und 6 Millionen europäische Juden fielen dem Rassenwahn. Und was war alles, wie es begann und was waren eigentlich die Folgen? Wir würden darüber sprechen. Ja, bitte. Also gerne. Wer will beginnen? Ja. Bitte. Guten Morgen. Eigentlich habe ich auch nicht so viel oder gut vorbereitet für das Thema. Aber wie Sie schon gesagt haben, mit dem Wort Krieg, es gibt viele Synonyme, Panik und so weiter. Aber wenn wir über USA denken, Panik, Krieg, die sind nicht die Wörter, wenn diese Wörter USA denkt. USA und Krieg, sie sind vielleicht Synonyme. Wenn es Krieg da, USA, für USA ist das eine Möglichkeit, Kraft, Geld, viele Möglichkeiten. Und deswegen USA, das war eine der Nationen, der hat sich von Weltkrieg II. Und nach dem Krieg hat sich viel, viel benefitiert. Das Bruttoinlandsprodukt auch mit zahlreichen Figuren, es gab viel Prosperität in den USA wegen des Kriegs. So, ich habe nicht so viele Punkte hier geschrieben, aber ich habe einen Teil hier notiert, zum Beispiel am 8. Mai 1945. Diesen Tag ist auch gefeiert als Geburt von vielen Organisationen, die neue Regeln und Gesetze in die neuen Welt eingeführt hatten, nämlich UNO, Vereinte Nationen und Internationalen Währungsfonds, Welthandelsorganisation, WTO, World Trade Organization und so weiter, damit die neue Welt gefahrlos wird und kann weiterentwickeln. Und wie ich schon erwähnt habe, dass die USA hat sich viel von dem Krieg benefitiert und nicht damals und jetzt auch USA benefitiert sich, wenn es Krieg gibt. USA ist am höchsten. Ja. Ja, natürlich. Danke, Kunal. Sie haben recht. Heutzutage USA und Krieg sind Synonyme geworden. Und hier auch, also überall in der Welt, wo ein Krieg gibt, dann gibt es irgendwie USA hinterher. In meisten Fällen, kann man sagen. Aber das ist ja so schrecklich, wenn man von einem Krieg benefitiert. Und besonders in Weltkriegen, da zum Beispiel, du hast gesagt, ja nochmals, dass so viele Millionen, 70 Millionen, sagt man, so viele Leben gekostet. Unter anderem Sowjetunion, also 27 Millionen, Deutschland vielleicht 6 oder 7 Millionen und China, sogar China, das war so fern, also im Osten, aber in China sagt man 13,5 Millionen Menschen kamen ums Leben. Und natürlich auch in Russland und anderen, also auch in anderen Ländern, Japan auch. Fast 4 Millionen. Also wenn so viele Tote gibt, man kann nicht nur Tote sehen. Eigentlich das waren die Menschen, die starben gleich wegen des Krieges. Aber es gab hunderte Sachen. Millionen Menschen konnten also danach nicht vielleicht gehen. Sie waren so schwer verletzt und
wie viel also Geld gekostet und unterschiedliche Weise. Es gab hunderte Sachen, die man nicht schätzen kann. Wie wurde das nachteilhaft für die Welt? Aber Krieg bedeutet nur Probleme. Das wissen wir alle. Ja, bitte. Also kann man auch hier sagen, was waren die Gründe, was wissen wir und wer verursachte. Viele sagen, dass Deutschland verursachte und es gab einen Überfall auf Polen am 1939, sowas. Aber welche also Gründe gibt es noch? Hat man Ahnung, dann sollte man ja sagen. Bitte schon. Hallo. Guten Morgen. Morgen bitte. Ich würde gerne über die Nachkriegszeit sprechen. Also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag ein Großteil Europas, besonders Deutschland, in Trümmern. Die Alliierten beschlossen nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht eine Politik der Demokratisierung, der Demilitarisierung, der Entnazifizierung, der Desentralisierung und der Demontage. Aus der Sicht großer Teile der deutschen Bevölkerung war dies aber Politik der Sieger. Nur wenige vermochten die Besetzung Deutschlands als persönliche oder als allgemeine Befreiung vom Nationalsozialismus zu betrachten. Nachkriegszeit wurde in Westdeutschland zur umgangssprachlichen Zeitbestimmung für die Jahre nach dem ebenfalls umgangssprachlichen Zusammenbruch von 1945 und zugleich eine Konstruktbeschreibung zur Vorkriegszeit an die vielen nun ihre Handeln direkt. Eine Befreiung wurde in der Sowjetischen Besatzungszone öffentlich propagiert. Im Volksmund tauchte der Begriff Best Fields später auf. Eben nicht für die Mehrheit, die ihre Hoffnung eher auf einen deutschen Endsieg gesetzt hatte. Aber für kleinere Gruppen war es durchaus eine reale Befreiung gewesen. Für die Insassen der Konzentrationslager, für die der Zeit des Nationalsozialismus politisch verfolgten. Und dann für Abweisler. Und für ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Und für die meisten anderen galt, sofern es sich nicht um Flüchtlinge und Vertriebene aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches handelt. Sie merkten es gar nicht. Hitler war weg und die Besatzung herrschte mit einem Parlament. Regierungssystem konnten die meisten nicht anfangen, beziehungsweise waren diesem Regierungssystem nach dem Scheitern der Weimarer Republik entfremdet. Es Jugendfolge noch viele Jahre deutlich die Selbstwahrnehmung der Deutschen als Opfer und nicht auch Täter des Krieges. Das von Deutschen angerichtete Leid würde verdrängt oder ignoriert. So Stiegen von den westlichen Besatzungen Menschen integrierte Filmvorführungen über NS-Konzentrationslager bisweilen auf wütende Abgelung. Bereits wenige Jahre nach Kriegsende wurde eine Schlussstrich gefordert. Was die Sache mit den Juden anging, diese weit verbreitete Mentalität.
Ja, Rishab, wir können jetzt dich nicht hören. Mikrofon ist aus. Ja, heute können wir nichts hören. Ja, Mikrofon ist aus jetzt. Ja. Ja. Eigentlich, jemand hat das gemacht. Zum Ende wirst du sagen, dass nach der Redewendung alles gut, Ende gut, alles gut. Egal, was passiert, was geschah, war eigentlich jetzt, die alles ist in Ordnung und wir weitergehen in der Struktur mit der Hilfe von Technische und Entwicklung der Welt. Also, wir sollen auch uns darauf stolz sein, dass wir haben alles guterweise geschafft. Und jetzt alles ist in Ordnung in der ganzen Welt. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Ja, bitteschön. Also das hat mir ja gefallen. Ende gut, alles gut. Und wir haben geschaffen. Das konnte ich nicht verstehen, aber ja, Ende gut, alles gut. Also besonders, wenn es um Kriege gibt. Also nach dem Krieg, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es so viele Länder, die früher nicht Demokratien waren. Und ich denke, mehr als 60 Länder. Nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg oder in dieser Zeit, vielleicht auch während des Krieges, 60 Länder, das ist ja wirklich sehr schon, dass 60 Länder waren auch die Folge. Sie haben recht, also wenn es Krieg gibt, dann gibt es so viel und man kann nicht das schätzen. Und? Ja, bitte. Ja, weiter. Infolge dieses Krieges, es hat circa 60 Millionen Menschen über den ganzen Welt. Also ich möchte auch etwas sagen. Also ich habe auch einige Fakten bei mir. Also wir wissen alle wissen schon, dass also der Krieg 1939 begann und das dauerte lange bis 1945. Das alle wissen wir schon. Und im Verlauf des Krieges werden viele Waffen verbraucht. Man verwendet also die schlechtesten also Waffen. Wie konnte man das andere Land oder die anderen Länder, die Gegner, also töten? Also diese Weise machte man so. Also und Millionen waren auf der Flucht in Europa und Fernost. War der Zweite Weltkrieg mindestens 55 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ja, Sie haben total recht. Ja, ungefähr 60 Millionen also Menschen hat das Leben gekostet. Und also wir wissen das auch schon. Also die Kriegsgegner waren Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion einerseits. Und andererseits hatten wir vielleicht Deutschland, Japan, Italien. Ja, und also Soldaten. Auch die Soldaten haben auch viel und viel gegeben. Also die Soldaten waren so also im Einsatz. Im Verlauf des Krieges wurden etwa 17,3 Millionen deutsche Männer zur Wehrmacht einberufen. Ja, vielleicht Sie wissen schon, dass die Wehrmacht bedeutet also die Armee von deutschen Männern. Also das war also erzählt, also für den Zweiten Weltkrieg. Also und das war besonders für die deutschen Männer. Und und der Führer, wir wissen schon, also der Führer hieß Hitler. Die deutschen Menschen also nannte den Führer Hitler. Okay, und auch Hitler applaudierte die Jungen auch. Es gab auch die Jungen, die also etwa
14 Jahre alt waren. Und auch also bis 50 Jahre gab es die Männer, aber etwa 14 Jahre alt gab es auch die Jungen. Und ich habe auch einmal also das gesehen in einem Video. Es gab ein Video, in dem also Hitler diese Jungen applaudierte. Und das vielleicht war eine große, also große Applaudierung für die Jungen, aber später die Jungen haben das schon gesehen, dass der Weltkrieg also hat etwas anderes hatte. Und ja, also das waren einige Fakten von meiner Seite. Danke schön. Genau. Hallo. Ja. Ich freue mich sehr, wenn ich Herr Kurana hier gesehen habe. Und ich möchte auch hinzufügen, dass infolge dieses Krieges können wir jetzt auch in Japan sehen, dass viele Leute jetzt auch gebären als Behinderung. Und jetzt auch finden die Menschen das Atomic Bombs in Japan. Und ja, das war so wie. Und wir hören das während des Weltkriegs wurde alle Eisen in Deutschland zum Waffen benutzt. Und da gab es nichts, also übrig, für Löffel und andere Sachen zu machen. Und die Verursacher, eigentlich der Weltkrieg hat das Gesicht der Welt total verändert, gründlich verändert. Und dann diese Freunde bedeutet diese Großbritannien, USA, Russland war auch zusammen und Frankreich, also diese Gruppe. Diese haben dann die Gegner, diese Verursacher des Krieges, sie haben dann schmerzhaft also spüren lassen. Deutschland wurde auch geteilt, gefreit und dann in vier Teilen wurde das geteilt. Und man kann sagen, Herrschaft der Verursacher wurde weggenommen und das wurde total kontrolliert, damit Entwaffnung also geschehen kann. Sie hatten Angst, auch nach dem Gewinn. Sie hatten Angst, sie waren nicht sicher, dass vielleicht gibt es noch so viele Bomben noch. Und Deutschland wurde dann in zwei Teilen, zuerst in vier Teilen geteilt. Und dann später die drei Teilen waren bei USA und Frankreich und England. Sie waren dann zusammen, sie haben das verlassen und BRD, Bundesrepublik Deutschland, wurde gegründet und dann also Sowjetunion war andere Seite. Und dann DDR wurde auch gegründet. Man sagt, Deutschland hat das schwierig. Hatte sehr schwer nach dem Weltkrieg. Aber Deutschland war auch Verursacher. Also diese Weise. Wenn man einen Krieg schafft, dann muss man auch daran leiden. Also das ist wirklich ein sehr kostbares Geschäft. Wir sollten vielleicht ja darauf verzichten. Ja. Infolge dieses Krieges jetzt auch in Deutschland viele Dinge ist forbidden, zum Beispiel Nazi Salute und andere Dinge sind auch forbidden. Ja, weil sie die Täter waren und das ist als ein Tabu in der Gesellschaft in Deutschland jetzt gesehen wird. Und das ist auch so sein, der Mann, der so viele Juden vernichtet hat, so viele Menschen haben ums Leben gebracht, das soll so sein. Ne? Man respektiert Hitler nicht und es gibt viele Gründe dafür. So, ich glaube, Sie haben recht, wenn man soll solche Ideologie gar nicht führen, sonst wird es Quatsch für uns alle.
Ja, Sie haben total recht. Ich stimme mit dir so. Hallo? Ja, Jitendra, bitte schon. Ja, ja, guten Tag. Wenn wir über Weltkriege diskutieren, wir können nicht vergessen, zwei oder drei Länder, zum Beispiel Deutschland, Russ und Great Britain und India. Und die India auch spielt sehr große Rolle in der Weltkrieg. In diesem Zeit, wir waren Teil von Sowjetunion. Das ist Russland. Ist es? Und in heutzutage wir sagen, USA Entschuldigung, ist... waren wir Teil von Russland? Was bedeutet das? Nein, nicht Russland. Nicht, ja, Russland. Das ist Sowjetunion. Okay, Britannien meinst du? Großbritannien meinst du? Nein, Indien hat gar nicht teilgenommen. Also einige Indische. In diesem Zeit, wir waren Teil von der Sowjetunion. Aber es war vor 1947. Warum? Das war, wir waren Teil von Russland. Und diesem Zeit, drei Personen waren sehr berühmt: Adolf Hitler, Stalin und Winston Churchill. Aber in diesem Zeit, Netaji war auch da, und wir waren sehr gegen für unseren Selbstständig. Aber wenn alle Länder in Krieg war, USA war nicht streiten mit anderen Ländern. Es war Produktion Waffe, es war Produktion viele Waffe in einem Tag. Das war heutzutage USA ist sehr Superkraft. Und nach meiner Meinung, Weltkrieg ist gut für India. Good for India. Nach dem Weltkrieg, der British Raj, also Britannien war nicht dann so mächtiger. Britannien also wurde auch schwach und dann konnte das nicht leisten. Okay, das meinen Sie vielleicht. British Raj von India bekommt veto power, das wegen Großbritannien verlässt India. Ich denke. Also es gibt viele Gründe. Es ist auch richtig, aber diesem Zeit Britannien hat nicht in gute Position, und sie können nicht Indian arbeiten oder wir können sagen kontrollieren. Das war sie abmelden von India. Das ist eine praktikale Situation. Und in diesem Zeit Netaji hast auch diskutiert mit Adolf Hitler. Okay, alles klar. Ja. Ja, noch jemand bitte? Es ist die Reality of Weltkrieg. Und wir können in eine Buch von Adolf Hitler geschrieben, das Name ist Mein Kampf. Wir können auch in Mein Kampf Also jemand, bitte, Suminder, ja. Ja, aber wenn man Mein Kampf liest, dann soll man sehr, sehr kritisch sein, weil er hat das alles von seiner Perspektive geschrieben. Und seiner Perspektive haben wir das Zeugnis von seiner Perspektive schon gesehen, dass wie erschrecklich da war. Und ich glaube, und heutzutage ist Mein Kampf auch in Deutschland verboten. Man hat keinen Zugang für dieses Buch. So, man soll sehr, sehr kritisch sein, nicht alles so akzeptieren, wie Hitler schon geschrieben hat. Ja, du bist auch richtig, aber die deutschen Person ist seit nach dem Irisch. Und wir können
Israel different than. Nein, eigentlich. Also, wenn ein Tiger ein Buch schreibt, dann der Mensch ist nicht natürlich held. Tiger schreibt nach seinem Perspektiv. Tiger schreibt vielleicht, dass der Mensch hat mir verletzt und ich war nicht schuld daran. Natürlich, also Mein Kampf hat Hitler geschrieben, dann schreibt er sich selbst als Held. Das kann natürlich nicht wahr sein, alles. Das können wir verstehen. Ja. Genau. Ja, es ist aber, wir haben auch die Fakten von Weltkrieg. Ja, ja, Sie können sagen, das ist kein Problem, aber dann... Warum muss Britain abmelden von India? Aber the situation in Großbritannien was nicht gut nach dem Weltkrieg. Ja, also Sie haben ein bisschen recht. Ja, vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Jahr 1945, war eine Situation, Situation Großbritanniens nicht so okay, nicht in Ordnung. Ja, aber ich habe auch einige Videos auf YouTube gesehen und in diesen Videos geht es um indische Soldaten. Zum Beispiel, ich habe viele Sikh Soldaten gesehen in diesen Videos. Sie haben also Großbritannien geholfen. Also es gab ein ganz, ganz komplett Regiment in Großbritannien und damals in den Zweiten Weltkrieg halfen also diese Leute Großbritannien. Vielleicht aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Großbritannien auch also so viel und so stärker verletzt, dass Großbritannien konnte also über Indien also beherrschen, konnte also Indien nicht beherrschen. Deswegen hatte also Großbritannien also oder musste Großbritannien Indien also verlassen. Also, das habe ich ja so gehört und auch ein bisschen gesehen. Ja, ja. Wir sprechen von British Raj und Sikh Regiment war sehr berühmt in Asia. In diesem Zeit, Maharaja Ganga Singh von Bikaner ist auch da in der Weltkrieg. Okay. Ja, viele haben natürlich ja teilgenommen, weil wir für Großbritannien gekämpft haben. Wir mussten. Wir waren nicht die Indian Army, wir waren British Indian Army. Yes. Für das, wir waren da. Wir waren in Weltkrieg. Und viele König von India waren Teilen von Weltkrieg. Und Maharaja Ganga Singh is very buried in the. Okay. Ja. Ja, klar. Ein bisschen. Klar. Und es gab ja unterschiedliche hunderte Sachen. Zum Beispiel, man sagt, Radio hat auch eine große Rolle gespielt. Hitler machte Propaganda. Und es gab auch ein, das ist ja komisch, es gab auch ein Propagandaminister bei Hitler und Joseph Goebbels. Und er ließ billige Geräte produzieren, damit diese Menschen die Informationen bekommen, was sie eigentlich geben. Nach der Machtübernahme der Nazis im 1933 kontrollierten sie den Rundfunk und diese Weise sie haben ihre Ideologie verbreitet und Menschen glaubten einfach das. Ja, ich bin also ihre Meinung. Ja, Hitler, der Führer, also kontrollierte die ganze Medien. Er hat alles in der Hand. Er kontrollierte die Zeitungen, die Magazine, die Zeitschriften, also das Radio, alles. Was er also wollte, wurde sofort also im Radio, wurde sofort also durchgesagt. Also das war so. Er hatte eine Propaganda dafür schon. Er wusste das. Also Medien große Rolle spielt, hat eine große Wirkung auf Publikum, auf Deutsche, auf die ganze Welt.
Deshalb kontrollierte er also die ganzen Medien. Ja. Genau. Also so. Genau. Und nach dem Weltkrieg wurde Deutschland nicht nur entwaffnet, aber es gab auch Umerziehung. Diese Länder, die Gewinner, sie wollten, dass die deutsche Menschen, die Volks, sie haben ganz andere Mentalität. Also sie brauchen eine Umerziehung. Es gab auch so viele dann Projekte und sie wurden dann wieder geschult, man kann sagen. Genau. Und, Propaganda ist eine Teil von Strategie. On diesem Seite, sie benutzen heutzutage, wir benutzen auch zum Beispiel, wir benutzen Hindu und Muslim in Election. Das ist eine, das ist auch eine Teil von Propaganda. Wir haben viele, viel mögliche Propaganda in Welt und in Indien. Ja, genau. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Suminder will was sagen, vielleicht. Ich möchte auch einen Punkt hinzufügen. Bitte. In Indien wiederum, das Ladygrish am Rand Kriegsschauplatz geworden war, waren allein 2 Millionen Menschen infolge kriegsbedingter Nahrungsmittel verhungert. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, das Brot. Und nach dieser Geschichte, es war während des Krieges, es war so, wie entschieden, dass jedermann nur 3 Brötchen zum Essen bekommen. Und damals war eine Verhungerhaft, war eine große Problem.